Hi Leute, Hallo. ich begrüße euch hier auf Weipers Meerwasser zu einem neuen Teil, ja, on Tour, sage ich es mal. Heute bin ich beim Norbert nochmal, weil einige Fragen aufgekommen sind zum Thema Epo-Reef, die wollen wir heute klären. Genau. Und dann gucken wir mal, dass wir das kurz und knackig hinkriegen. Versuchen Sie es. Genau, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja, Leute, danke schön fürs Dranbleiben und fürs Interesse bekunden. Genau. Und wir legen dann auch mal direkt los. Ja, richtig. Ja, du hattest ja die schönen Videos gemacht über deine zwei Projektbecken, beziehungsweise einmal über das Projektbecken, einmal über den Umbau. Ja. Und da ist natürlich auch eine Menge Feedback bei dir angekommen, glaube ich. Es haben sehr viele Leute nachgefragt, so nach dem Motto, ja, wie hast du es gemacht, wo kriegen wir es her, wie funktioniert es, was ist es genau von Material, welche Version ist genau, das? Genau, genau. Und da gehen wir jetzt erstmal so ein kleines bisschen drauf ein. Genau, ich glaube, das mit den Versionen ist, glaube ich, das Wichtigste, weil wir ja dann schon doch mal so ein paar Varianten reingebracht haben, die ja doch eher für Verwirrung gesorgt haben. Ja. Und da ist halt viel Halbwissen unterwegs und das wollen wir heute mal besprechen. Also im Prinzip haben wir ja angefangen mit dem naturbelassenen Gestein. Ne? Mhm. Da haben wir gesagt, okay, damit fangen wir mal an, weil wir uns schon Gedanken darüber gemacht haben mit der Farbe. Wir wollten schon was Farbiges machen, ne? Weil so totes Gestein oder sagen wir Imitation oder ein Kunstriffgestein unterliegt schon so ein bisschen dem Wunsch der meisten Kunden, dass sie es vielleicht auch farbig haben wollen, gerade auch im Ausland und so. Da wir so erstmal nur deutschlandweit produzieren und verkaufen, haben wir gesagt, okay, wir belassen es jetzt erstmal dabei. Und wir wollten auch keine synthetischen Farben haben, wir wollten natürliche Farbstoffe haben. Es war da ein bisschen aufwendiger, das zu suchen. Das muss ja zu dem Epoxidharzsystem passen, was wir verarbeiten. Also haben wir damit angefangen. Körnung, sage ich jetzt mal, wir bringen das vielleicht mal auf eine Millimeterzahl. Wir sagen jetzt einfach mal 1 Millimeter Körnung oder 1,5 Millimeter Körnung. Das heißt, eine sehr hohe Porosität im Gestein. Ja. Ne, sodass man, am Anfang haben die meisten Leute ja gesagt, oh, das ist ja gar nicht porös, ich will ganz porös Material haben. Und dann habe ich gesagt, sollen Sie mal so einen Stein in die Hand nehmen, mal im Wasser legen, mal reinpusten, dann merken Sie, was da rauskommt. Ja, ne? Ja, ja. Das ist schon ordentlich. Ne? Richtig. Also das war schon sehr porös. Ne? Und dann haben wir ja natürlich durch das Feedback der Kunden, haben wir ja auch immer mitgekriegt, ob es Probleme gab, welche Art von Problemen gibt es überhaupt bei dem Epo-Reef, wo muss man ansetzen. Und bekannt ist ja das Epo-Reef dafür, dass es am Anfang Unmengen an N und P aufnimmt. Richtig, richtig. Beziehungsweise die Porosität sorgt halt dafür, dass wir sehr viel Oberfläche haben. Somit viele Bakterien. So viele Bakterien. Und die setzen um. Genau, die verstoffwechseln halt auch ordentlich. Ja. Ne? Und das ist auch so, als wenn ich jetzt sage, wenn ich den halbiere und mache ihn dicht, dann müsste ich ja die gleiche Fläche nochmal, die ich dann abgeschnitten habe, weil die ja porös nochmal daneben liegen. So kann man, also Flächendecken kann man so ein Ding machen, ne? Ein ganz einfaches Beispiel. So, und dann haben wir ja, glaube ich, der Oliver Pritzel war mit der Firma ATI in Sindelfingen 2019. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, war auch zu dem Zeitpunkt, da gab es auch die Gespräche schon mit der Stratum, dass die kommen soll. Und da geht es natürlich immer darum, wenn man auf eine Messe geht, nimmt man gerne was Neues mit. Und dann haben wir gesagt, Mensch, wenn wir sowieso vorhaben, eine Farbvariante reinzubringen, dann lass uns doch jetzt in Sindelfingen die Farbvariante vorstellen. Ne? Genau. Die, jene welche, die ist jetzt ein bisschen eingestaubt, der Stein. Aber im Prinzip ist es genau, ist diese rot-rosa Variante. Da ist die Körnung aber eigentlich geblieben. Das ist also die gleiche Körnung wie, genau. die Ur-Variante. Ist da geblieben, wir machen das jetzt mal mit der Farbe, mit der Körnung haben wir uns überlegt, ob wir da rangehen oder nicht. Und haben die dann eben erstmal produziert. Ne? Und das ist 2019. Und dann haben wir aber im Verlaufe der Zeit, weil doch einige Kunden immer wieder gesagt haben, ja, aber das Rot-Rosa, klar, einige machen Witze darüber und ist ja ganz klar, ist jedem gegeben, ist ja auch Geschmackssache. Wir wollten auch nicht totes oder beziehungsweise lebendiges Gestein, also Lebendgestein nachmalen in allen Facetten und Nuancen. Ne? Wir haben gesagt, wir machen die einfach nicht hell, wir machen sie dunkel und unter LED-Licht, HQI, was ja kaum noch vorkommt, T5-Kombination, Hybrid, da sehen die Steine sowieso unter Wasser total anders aus, das hast du ja auch festgestellt. Erstens das und zweitens hat man nach, ich sage es mal, relativ kurzer Zeit sowieso oben eine Patina drauf, richtig. Dann fällt die eigentliche Grundfarbe schon gar nicht mehr auf. Richtig, genau. Ich blende euch nochmal ein Bild von meinem Becken ein, was jetzt momentan der Stand ist, so nach 3 Monaten. Ich habe so eine leichte grüne Schicht drauf, also schon ein bisschen Algen. Mhm. Daneben mal jetzt ein Bild von dem alten Epo-Reef, was wir im Projektbecken benutzt haben, da kommt jetzt langsam die Farbe wieder etwas zurück. Genau. Aber das ist dann im Endeffekt auch farbtechnisch schon fast so wie die Kalkrotalgen. Genau, es kommt den Kalkalgen sehr nah, gerade wenn man ins Wasser legt, man hat Kalkalgen im Boden. Ich habe ja ein sandloses Becken, da kann man sehr schön sehen, auf dem Glasboden unten. Also wie gesagt, das war dann die Variante, wie gesagt, 2019. Und im Verlaufe dieser Variation haben wir dann gesagt,
Wir arbeiten mal ein bisschen an der Porosität, haben das aber eigentlich schleichend gemacht, haben die Porosität ein bisschen rausgenommen, ist ja relativ einfach, nehmen wir einfach ein feineres Korn nehmen, haben wir weniger Kanäle, weniger tiefgreifende Spalten und kleine Höhlen, die man natürlich so auf der Oberfläche nicht erkennt. Und haben gesagt, weil das Rot-Rosa doch ein bisschen knallig war, haben wir dann diesen Violettton genommen anstatt des Rot. Also das sieht hier, kann man hier sehen, das etwas Dunklere, was vorher rot war, ist jetzt violett. Mhm. Und das ist jetzt die aktuelle Version, die hast du auch in deinem... Genau, das ist die, die ich auch im großen Becken habe. Genau. Und da ist definitiv auch ein Unterschied zu der alten Version zu sehen, beziehungsweise auch im laufenden Betrieb. Ja. Im großen Becken muss ich jetzt schon gar nichts mehr zudosieren. Okay. Im Gegenteil, ich arbeite jetzt sogar schon ein kleines bisschen mit Absorber und im kleinen Becken, okay, da habe ich einen relativ hohen Korallenbesatz, muss man jetzt auch sagen, wenig Fische, wenig Futter, dosiere ich dann dementsprechend immer jetzt noch ein kleines bisschen P dazu. Ja, genau. So, und das ist die aktuelle Variante. Wir haben hinter uns auch, glaube ich, jetzt knapp 1000 Kilo stehen. Ja. Die werden nächste Woche noch von ATI abgeholt. Das heißt, das ist das, was auch jetzt noch ausgeliefert wird. Ja. Na, und da gab es ja auch das Thema Lieferschwierigkeiten, ist nicht mehr am Markt. Wir hätten das vom Markt genommen, das ist so auch nicht ganz richtig. Wir haben natürlich, als wir das auf die neue Version bringen wollten. Und das ist jetzt dieser Stein. Dann kann man nochmal sehen, da sie ist noch ein bisschen ausgeprägter. Da haben wir jetzt nochmal an der Porosität gearbeitet. Wir haben also noch feiner. Noch feiner, definitiv, von der Oberfläche auch. Hat immer noch einen Grip, ist also immer noch super zusammenzustellen, wie das früher auch war, rutscht nicht weg und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall massiver, wenn man so will, hat aber immer noch eine Teilporosität. Und diese Variante sollte eigentlich schon im Oktober kommen. Okay. Und deshalb ist das jetzt ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Das heißt, wir haben die Produktion eingestellt von dem, was du hast, weil wir gesagt haben, okay, dann lass mal so auslaufen, weil wir produzieren das jetzt. Sonst sagen die Leute, naja, jetzt habe ich das alte gekauft, ich hätte lieber das neue gehabt. Ob das die Händler sind oder die Endkunden, ist ja egal. Auch nachvollziehbar, ich würde auch kein altes Modell irgendwie kaufen bei irgendeinem Fahrzeugauto. Es sei denn, die bieten mir das so viel billiger an, dass ich dachte, den Unterschied, den schlucke ich. So, also dann haben wir das, also das hier war es ja eigentlich nur ein bisschen Körnung, ein bisschen violett und jetzt haben wir hier die Körnung nochmal runtergenommen. Und da wir aber Probleme hatten mit den Lieferanten, ich glaube, ich hatte das ja schon mal erzählt, da steht ja keiner 10 Mann mit dem Nudelsieb und machen jetzt für uns feinen Sand. Und den genau Sand, richtig. Die Körnung, die wir jetzt haben wollten, die bieten die überhaupt nicht an. Und das ist ja natürlich, kommt ja bei uns aus Deutschland die Ware. Und wenn du in so einem Steinbruch anrufst und sagst, pass auf, wir brauchen das und das Kalziumgranulat, dann sagen die, ja, Moment mal, aber in der Körnung haben wir es nicht. Dann müssen die also Werkzeuge produziert werden, die müssen bezahlt werden. Wer soll die bezahlen? Da muss eine Mindestabnahme. Und das zog sich wie ein roter Faden durch die ganze Abhandlung. Das hat sich halt unheimlich rausgezögert. Und dann haben wir gesagt, okay, dadurch haben wir natürlich ein großes Loch gehabt. Eperif war gar nicht mehr verfügbar. Ja. Ne, und das, wie gesagt, die 1000 Kilo hier sind ja noch deine Version, die jetzt von dem großen Aquarium, wo du den Umbau gemacht hast. Und das ist jetzt die Version, die dann jetzt, ich sag mal, Mitte, Ende Juni kommt. Das heißt, das alte läuft jetzt aus. Ja. Und das ist die ganz, ganz neue Version, wenn man so will. Also wenn wir die Farbunterschiede, die Körnung mal rausnehmen. Und da, wie gesagt, ist jetzt noch mal feiner. Ist also noch etwas massiver. Dürfte wahrscheinlich dann etwas schneller gehen beim Einfahren. Ja, mit der Problematik beim Nachdosieren wahrscheinlich. Da kommen wir wahrscheinlich gleich zu, wenn wir noch mal ein bisschen über eine andere Sache sprechen. Aber das ist erstmal der Unterschied jetzt, der gravierende. Ne? Und das soll jetzt demnächst kommen. Und das sind eigentlich die Farbvarianten. Also wenn jetzt einer bei uns anfragt, aktuell, jetzt sage ich mal bis Anfang Juni wahrscheinlich nur noch, sagen wir, okay, wir haben noch ein bisschen von der Version da, die du auch in deinem großen Becken hast. Die übrigens sehr gut funktioniert. Also ich bin da äußerst. Es funktioniert auch, ganz klar, da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Es geht einfach nur darum, wir wollen das einfach massenkompatibler machen und wir wollen vor allem erreichen, dass der Kunde halt am Anfang einen Nährstoffhaushalt einstellen, ist eine sehr fragile Angelegenheit. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass die Leute dann nicht in Frust schieben oder die Lust verlieren oder die Geduld verlieren. Das geht dann auch schon mal rauf und runter in den Nährstoffen, ist ganz klar. Ja. Weil in dem Moment, wo ich Korallen reintue, habe ich, wenn ich so sagen darf, wieder Verbraucher. In dem Moment, wo ich die ersten Fische reintue, habe ich wieder Produzenten. Dann hat man immer so ein bisschen, einige sagten negativ Karussellfahren. Ja. Der eine sagt Sägezahneffekt, wie man das nennt, ist egal. Das habe ich in einem neuen Becken mit künstlicher Dicke sowieso. Beim Eperif ist es vielleicht ein bisschen ausgeprägter, ist aber für mich kein Grund zu sagen, es funktioniert nicht, es funktioniert einwandfrei. Wir haben ja auch, wie gesagt, definitiv Feedback, also ja, diese 1000 Kilo, wenn die jetzt weg sind, dann sind wir irgendwo bei, ich glaube, 20.000 Kilo. Man sieht es ja im Endeffekt auch an dem Projektbecken von mir, das hat von Anfang an, ich habe es wirklich langsam aufgebaut und immer so nach und nach kontrolliert. Ja. Man muss natürlich dranbleiben, es ist ein neues biologisches System, was man aufbaut und da muss man definitiv unterliegt dranbleiben. Den gleichen Gesetzen, Naturgesetzen wie jedes andere Aquarium auch. Genau. Wir haben einen gravierenden Unterschied, das ist auch, was die Leute immer vergessen. Wenn sonst mehr oder weniger alles so mehr oder weniger mineralisch ist und wir haben Keramiken oder sonst irgendwas, hier haben wir ja ein Kunststoffmaterial. Das ist dann vielleicht noch mal etwas sensibler.
Ne? Und das ist ganz klar. Und wenn da jetzt einer so ein bisschen unbedacht rangeht oder vergleicht das mit einem Einrichtung mit Lebenstein oder mit Totgestein. Beim Totgestein habe ich ein bisschen Phosphataustrag, mhm. eventuell sogar ein bisschen Stickstoff, Nährstoff, ja. sprich Nitrat-Phosphataustrag. Das ist dann wie so eine Krücke, wenn ich nicht richtig gehen kann. Dann bringt der mir, schwemmt der mir schon rein. Früher, wo totem Riffgestein gearbeitet haben, haben die Leute gesagt, Mensch, da kommt ja Phosphat raus. Ne? Oh weia, ja, oh ne? weia. Das böse Phosphatgespenst. Ne? Ja, also ja. hier kommt eben gar nichts raus. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Also das war jetzt erstmal der Unterschied. Mhm. Ich würde sagen, darüber haben wir schon alles gesagt jetzt. Ich denke auch, ja. So, also wird sollten da noch Fragen zu sein, schreibt es runter in die Kommentare. Genau. Wir werden dann definitiv darauf antworten. Korrekt, genau. Kommen wir zum nächsten Thema.